Und weiter geht's, meine Freunde. Auf zur nächsten Runde des Hornort. Lang ist hier. In Ordnung, mein Freund. Martin hat unsere nächste Aktion geplant. Eine Fußnote in Campbells Tagebuch besagt, dass die Geliebte des Lordregenten Modell saß für Sokolov, Maler und kaiserlicher Arzt. Er wird uns ihren Namen verraten. Sokolov verbringt die Hälfte seiner Zeit auf der Cordwin-Brücke über dem Fluss. Allerdings müssen sie sofort aufbrechen, denn noch ist Sokolov in seiner Wohnung auf der Brücke. Samuel kann sie dicht an die Brücke bringen, aber sie müssen Sokolov allein finden. Bringen Sie ihn lebend hierher, dann ermöglicht er uns unseren nächsten Schritt. Ich kann kaum glauben, was Sie schon geleistet haben. Die Flucht aus Coldridge, das Ende des Oberaufsehers, Emilys Rettung. Sie erfüllen diesen alten Offizier mit Stolz. Das ist alles. Na dann. Samuel. Wo ist Wallace? Wallace! Sie sind befördert, wo Sie auch sind. Oberster Lakai. Sehr nett. Ja, ich bin bereit. Oder? Ich weiß, Sie haben keine Zeit, aber denken Sie an Ihre Ausrüstung und Piero. Ja, ja, wenn ja. Wenn Sie wollen. Ist ja gut. Wo sind die... Schnapsdrossel. Da ist er ja. Sagen Sie mir einfach, was Sie brauchen. 1 Million Euro. Sofort Bar Cash. Power voll. Können wir uns nicht leisten. Auf zur Cordwin-Brücke, Sir. Wir schlafen später. Alles klar. Kommen Sie an Bord, wenn Sie soweit sind. Was sagen Sie dazu, Corvo? Die Cordwin-Brücke. Sie lebten jahrelang in der Stadt, aber im Dunwall Tower mit der Kaiserin. Also sehen Sie die Brücke heute Abend vielleicht zum ersten Mal aus der Nähe. Jetzt passen Sie mal auf. Sehen Sie die Lichter auf dem Wasser? Dadurch würden wir sofort entdeckt werden. Kappen Sie Ihre Energieversorgung, dann kann ich Sie wieder abholen. Und jetzt zu Sokolov, den Sie lebend zurückbringen sollen. Er ist gerissen. Vielleicht gerissener als Piero. Hat ganz Dunwall mit seiner Naturphilosophie unter seiner Kontrolle. Neue Technologien, Tränke und so weiter. Kommt mir gefährlich vor. Aber was weiß ich schon. Da wären wir. Wenn Sie fertig sind, ich warte bei den Bögen unter Sokolovs Gemächern auf Sie, Corvo. Na dann. Boah, die scheiß Katze. Gleich werden Katzen gekillt. Nur wenn sie die Flutlichter ausgeschaltet haben. Alles klärchen. Mal schauen, wie das überhaupt ist, noch kommt. Und dann prügelst du ihn zu Tode. Klar? Schon gut, verstanden.
Muss mich nicht anschreien. Zu Tode prügeln. Achtung, Bürger und Besucher unserer Stadt. Auf Anordnung des Regenten herrscht ab sofort Ausgangssperre. Bis zu deren Aufhebung ist auf der Corwin-Brücke kein Fußverkehr erlaubt. Achtung an alle Bürger. Derzeit ist auf der Corwin-Brücke kein Fußverkehr erlaubt. Die Ausgangssperre endet morgen bei Sonnenaufgang. Jetzt warten wir, bis der da wieder nach hinten geht. Habe ich dir erzählt, wie ich einmal fast den Mörder der Kaiserin gefasst habe? Du bringst mich immer zum Lachen. Ja, ich schaff's. Gehen wir nach oben. Jetzt den da hinten, dann. Und dann den da drinnen. Aber ich könnte auch. So. Achtung, Bürger und Besucher unserer Stadt. Auf Anordnung des Regenten herrscht ab sofort Ausgangssperre. Bis zu deren Aufhebung ist auf der Corwin-Brücke kein Fußverkehr erlaubt. Achtung an alle Bürger. Derzeit ist auf der Corwin-Brücke kein Fußverkehr erlaubt. Die Ausgangssperre endet morgen bei Sonnenaufgang. Container. Aber rein mit dir und du genauso. Ab mit dir. Klappe zu, auf und zu. Herz. Ich rieche Gebeine in den Säulen, Blut und den Steinblöcken. Viele haben beim Bau dieses Gebäudes ihr Leben gelassen. Ja. Hat jetzt zwar eigentlich nicht, aber egal. Sag Bescheid, wenn du meine Waffe übernehmen willst. Quitsch, quitsch, quitsch. So. Wir könnten auf das Rohr, aber das würde nichts bringen. Ist da wer? Nichts zu sehen.
Achtung, Bürger und Besucher unserer Stadt. Auf Anordnung des Regenten herrscht ab sofort Ausgangssperre. Bis zu deren Aufhebung ist auf der Corwin-Brücke kein Fußverkehr erlaubt. Achtung an alle Bürger. Derzeit ist auf der Corwin-Brücke kein Fußverkehr erlaubt. Die Ausgangssperre endet morgen bei Sonnenaufgang. Die Hose. Nee, raussteigen will ich jetzt nicht. Hübsches drin ist. Ja, nice. Ah, das schaut nicht gut aus. Ich glaube, wir gehen oben rum. Und da ist noch was. Was? Da oben war noch was. Ich hab's gesehen. Oder? Oder das war das Mana-Ding. Es bringt doch nicht viel Euro. Achtung, Bürger und Besucher unserer Stadt. Auf Anordnung des Regenten herrscht ab sofort Ausgangssperre. Bis zu deren Aufhebung ist auf der Corwin-Brücke kein Fußverkehr erlaubt. Achtung an alle Bürger. Derzeit ist auf der Corwin-Brücke kein Fußverkehr erlaubt. Ausgangssperre endet morgen bei Sonnenaufgang. Ach so. Ja. Das ist ich nicht rein. Da ist einer. Und wie schaut es eigentlich mit Knus aus? Drin ist eine Rune. Ja. Unten ist ein Knochen aktiver. Und da ist jetzt nichts Wichtiges. Da unten ist es zu machen, als ich da. Was soll das da hinter der Tür nicht sein? So komisch. Den Schlüssel. Ah, okay. Ja. Achtung, Bürger und Besucher unserer Stadt. Auf Anordnung des Regenten herrscht ab sofort Ausgangssperre. Bis zu deren Aufhebung ist auf der Corwin-Brücke kein Fußverkehr erlaubt. Achtung an alle Bürger.
Derzeit ist auf der Caldwin-Brücke kein Fußverkehr erlaubt. Die Ausgangssperre endet morgen bei Sonnenaufgang. Kann man jetzt sagen? Ist das nicht so weit reicht? Schau doch mal. So, und jetzt muss ich da runter wahrscheinlich. Was? Nicht wieder runterklettern. Ich werde der Sache auf den Grund gehen. Ja, macht das. Viel Spaß. Seht euch um. Kommt man bis drüber? Ich glaube nicht. So. Da unten in die Tür rein. Ach komm, Jörni. Achtung, Bürger und Besucher unserer Stadt. Auf Anordnung des Regenten herrscht ab sofort Ausgangssperre. Bis zu deren Aufhebung ist auf der Corwin-Brücke kein Fußverkehr erlaubt. Achtung an alle Bürger. Derzeit ist auf der Corwin-Brücke kein Fußverkehr erlaubt. Die Ausgangssperre endet morgen bei Sonnenaufgang. Trium. Schau nicht nach oben. Hey, verzieh dich. Das schaue ich mir mal besser an. Hä? Nein. Und jetzt? Ich brauche mir wieder die Beine. Da. Okay, dann wieder neu laden. Wir haben ja gespeichert. Er hat zwar nicht nach oben geschaut, aber jeder schirkelt anders. Wenn ich da ins Wasser springe, dann stirb ich. Aber da unten ist er. Kommt er drauf? Hm. Ach, nur Risk gefahren. Achtung, Bürger und Besucher unserer Stadt. Auf Anordnung des Regenten herrscht ab sofort Ausgangssperre. Bis zu deren Aufhebung ist auf der Corwin-Brücke kein Fußverkehr erlaubt. Achtung an alle Bürger. Derzeit ist auf der Corwin-Brücke kein Fußverkehr erlaubt. Die Ausgangssperre endet morgen bei Sonnenaufgang. Was? Mir doch nicht zusammen. Oh.
Moment, Schwätzchen. Aber wir müssen drauf. Und der dreht jetzt gleich wieder um da oben. Really? Ich bin so cool und ich drehe um, Mama. Jetzt mal zum 15. Mal auf und das ist immer nicht so. So, und dann... Läuft. Nein. Das wollte ich jetzt nicht. Oder irgendwo auf der... Nein. Da. Und jetzt sei irgendwo wird es drauf gehen. Oh, da steht ein großer Deutsch, krass. Aua. Ja, ist er gut. Ich geh doch da raus. Du hast nichts gesehen. Das war knapp. Wo sind die dramatischen Musik? Jawohl. Jawohl. So ist recht. So. Das ist der. So. Man ist schon alle. Sieht so aus. Sieht so aus. Was? Wer hat da gerade gekotzt? Ah, da oben. Den brauchen wir auf jeden Fall gleich. Hallo, bist du? Hör hier was. J. Ja, danke. Ach, gar nicht. Und jetzt?
Das war alles. Really? Wir schauen, wie spät das ist. Da mein Handy leer ist. Wir könnten den da noch aufs Boot schmeißen. Lol. Ist da eine reingefallen oder wie? Oh, sorry. Hier kann ich nicht mehr helfen. Ja, ich bin da. Was meint denn? Wir halten da ist. Okay. Wow. Das ist doch die letzte Scheiße. Verkackte Seuche. Ran. Ihr habt mich nicht gesehen. Und die Ausgangssperre. Wie soll man da sein Geld verdienen? Nun, Mr. Pratchett. Ja, aber ehrlich, Mann. Selbst ein wohlhabender Mann wie Sie braucht die Stadt vor. Straßenbanden rauben und töten, wohin man nur sieht. Und die Weiner, pardon, die Seuchenopfer, die sind noch viel schlimmer. Sie halten nichts von der vom Lordregenten verhängten Ausgangssperre? Mich herauszufordern wird nicht gelingen, Herr Wachtmeister. Aber keine Sorge, mir wird nichts passieren. Ich werde Gewinn machen. Ein kluger Mann profitiert selbst in den Zeiten einer Seuche. Sicher, wie dieser Sokolov. Dem geht es prächtig. Kauft und verkauft immer eine Menge exotisches Zeug. Er hält alles hier am Laufen, jedenfalls im Moment. Sicher, sicher. Wenn er mit exotisch etwas so übel riechendes wie das Hinterteil einer Hexe meint, dem fürstlichen Arzt wird es auch gut gehen, bis er den falschen Mann hintergeht. Viele sind im Trost auf der Brücke. Ballerotte Männer, verlassene Frauen, Seuchenopfer sind alle von dorthin abgesprungen. Okay. Also ist das hier nicht. Ich muss jetzt die Scheinwerfer deaktivieren, oder wie? Das bringt mir nichts. Mal lieber darauf. Halbe Stadt ist tot. Wir werden keine drei Monate mehr überleben. Er hat das gesagt. Komm mal, Gott erhalt.
Oh lol. Ich bin der eine. Ich bin der eine, der alles sieht. Ich sehe alles. Und du, du siehst nicht. Genau. Ich höre das nicht mehr. Und was zu lesen. Und noch mehr zu lesen. Und noch mehr zu lesen. Bitte. Du wirst gerne lesen. Flüsse ändern über viele Zeitalter ihren Lauf, bis eines Tages alle Brücken einstürzen. Vor 1000 Jahren stand an dieser Stelle eine andere Stadt. Ihre Bewohner schnitzten Runen aus Walknochen und ritzten mein Zeichen hinein. Kinder finden sie noch heute angeschwemmt am Fluss. Anton Sokolov hat meine Runen eingehend studiert, doch ihm fehlen deine Begabungen. Er war weder auserwählt, noch trug er mein Zeichen. Und so bleiben ihm ihre Bedeutungen verborgen. Sokolov glaubt, mein Erscheinen vor ihm mit speziellen Worten und Handlungen erzwingen zu können. Er durchsucht alte Tempel in Pandissien und Kellergewölbe im überschwemmten Bezirk und führt grausame Rituale unter der alten Abtei durch. Aber wenn er mich wirklich treffen will, sollte er versuchen, etwas interessanter zu werden. Aha. Wie haben wir denn jetzt 3? Nö. Nö. Alle Gegner, ja. Gut, das wäre schon was. Eine Rune, die ist ja gleich nebenan. Ah. So schaut's aus. Die ist natürlich da drinnen. Und diesen. Und lesen. Was? Da war irgendwas mit Gemälde gestanden. Das hat man jetzt in einem seiner Gemälde versteckt ist. Aha, okay. Really? Okay. Jetzt dreh dich bitte um. Das Bild so angeschaut. 7. Was ist hier oben? Nichts. Der Hans da ist. Drei.
Besen. Was haben wir da für eine Nummer? Da ist keine. Auch keine. Vier. 734. Oder 437. Moment. 734. Oder? Glaub. Da haben wir die 7, da die 3. Da haben wir die 3. Oder ist da nur irgendwo eine Nummer? Nein. Verwirrt. Drei. Vier. Sieben haben wir gerade da gehabt. Also kann ich schon mal nicht. Ganz oben haben wir die 7. Und mit der haben wir die 3. Und da haben wir die 4. Ich bin verwirrt. Die 437 haben wir gerade gehabt, oder? Genau. Man kann zu dieser ersten Stock fahren, zweite Stock, erste Stock. Jetzt probieren wir einfach mal da die 7, da die 4 und da die 3. Okay, geht auch nicht. Die 4 haben wir schon am Anfang gehabt. Dann machen wir da mal die 7 hin, da die 4 und da die 3. Auch nicht. Da die 4, da die 7.
Und da die drei. Ja, mal. So. Und jetzt müssen wir irgendwo was machen. Ziele. Finde und betritt Zirkulation. Da drin ist jetzt nun mal nichts mehr, hoffe ich. Lol. Und zum Schluss ist der Dachboden. Tode. Wie spät haben wir es denn? Oh, schon wieder über der Zeit. Ja, dann machen wir in der nächsten Runde weiter. Danke fürs Zuschauen und tschüss.